So, moin moin und hallo. Herzlich willkommen nochmal zu einem weiteren kleinen, ja, mal sagen, Tutorial-Video. Im letzten Teil hatte ich euch einmal gezeigt, wie das mit der Versorgung der Kühe auf dem Milchviehbetrieb ist. Jetzt will ich euch mal eben in kurzen, groben Zügen den Rest zeigen. Wir befinden uns hier, wie ihr relativ unschwer erkennen könnt, an der Schweinezucht. Da ist eigentlich, es müsste jedem bekannt sein, weil das im Prinzip ist wie immer. Hier kommen also die Silofrüchte rein, Weizen oder Gerste. Hier kommt das Wasser rein, das seht ihr hier mit so einem kleinen Schwimmer als Anzeige auch. Der funktioniert auch super. Da hinten habe ich wieder mal so einen platzierbaren Raufen gesetzt, damit wir hier ein bisschen was auch am Schweinestall haben, das nicht immer zuführen müssen. Hier ist der Schweinestall, der ist auch schon wieder ziemlich voll gemistet. Ich hatte vorhin halt die Zeit schnell vorlaufen lassen, um die Bestände alle wegzukriegen, um das einmal richtig zeigen zu können. Das wird logischerweise auch per Hand entmistet. Hier ist dann der Mistplatz dafür. Kartoffeln, Zuckerrüben und Gülle. Aber wie gesagt, hier so ein paar Unterstellmöglichkeiten. Hier auch mit Strohballen. Hier für den Viehwagen. Und so, das ist im Prinzip eigentlich alles soweit bekannt, nehme ich an. So, dann wollen wir jetzt einmal. Hier ist der Hühnerzuchtbetrieb, ist auch alles wie gehabt. Weizen, Wasser und hier ist der Stall mit den ganzen Eiern. Da nehmen wir jetzt mal eben gerade ein paar gleich mit. Machen wir jetzt mal nicht zu viele, nur um das einmal zu zeigen. So, dann fahren wir mal eben. Nicht wundern, hier geht das Tor jetzt nicht auf. Wenn ihr da mit dem Schlepper durchfahrt, dann geht das Tor auch auf. Das ist manchmal sehr komisch. Also wenn ihr da mit dem Schlepper langfahrt, garantiere ich euch, geht das Tor auch auf. So, dann wollen wir die Eier mal eben schnell verkaufen fahren. Dann düsen wir hier wieder die Bantikoer Hauptstraße runter. Rechts die wunderschöne Biogasanlage sowie die Abfahrt zum Milchviehbetrieb. Das dürfte jeder kennen, der die Bantiko spielt. Ist eine Innenansicht nicht so einfach zu fahren, finde ich. Aber ich finde diesen alten Mercedes mal ganz kultig. Links kommen wir jetzt wieder an unserem Haupthof vorbei. Auch allen soweit bekannt. Hinten rechts würde es dann hochgehen zum Händler. Also jetzt die nächste rechts zur Molkerei. Das haben wir ja vorhin schon im letzten Part einmal die Milch weggebracht. Ein hinten weiter rechts hoch geht es dann zum Händler. Und links rum so ein bisschen in die Stadt, weil wir fahren jetzt einmal zum Konsum. Und drücken mal eben die Bantikoa-Eier weg. Weltbekannt. Hier müsste man ein Omelett aus Bantikoa-Eiern essen. Das gibt Kraft und hilft auch gegen Rückenschmerzen. Hier dann rechts wäre dann auch das übliche Geldautomat sowie Telefonzelle. Wenn irgendwelche Fragen sind, ist hier rechts. Also Geldautomat, Telefonzelle, Bushaltestelle. Hier liegt. Ah, hallo, hallo, hallo! So ein komischer Typ. Der fährt mich hier gleich über den Haufen. Hier links Schlachterei. Da. Oder Fleischerei, Metzgerei, da fahren, können wir also die Schweine verkaufen. Er hat mich richtig abgeschossen, eben der Typ, ne? Kamikaze-Typ hier. Gut, bin ich auch ein bisschen komisch gefahren, das gebe ich ja offen zu, aber hätte mich ja trotzdem nicht so über den Haufen fahren müssen. So, und hier ist der Konsum. Und da können wir unsere Eier verkaufen. Ding und passiert. So, das war jetzt eigentlich alles, was mit den Tieren zusammenhängt.
Zum Abschluss hatte ich euch versprochen, will ich euch mal einmal, weil viele Leute immer Fragen zeigen, wie das hier mit Dünger, Saatgut und Kalk ist. Ich zeige euch das jetzt einmal anhand des Saatgutes. Der Rest läuft dann ganz genauso ab. Das ist ein Radlader mit so einer Saatgutschaufel. Die gibt es beim Mottoaster ganz normal runterzuladen. Fachleute wissen, das Rote ist das Saatgut. In der Mitte ist der, wie heißt das, Trockendünger, Festdünger. Und links der Kalk. Oder das Kalk, der Kalk, ne? Ist auch egal. So, wie gesagt, dann schaufen wir das eben raus. Der Radlader ist bei mir zuständig sowohl für die Biogasanlage als auch für den Getreidehändler hier. Oder für den Landhändler. Hätte jetzt an sich gehört sich das, wir wären da in diese Kuhle reingefahren, da könnte man jetzt auch besser beladen. Das können wir auch noch mal eben machen, wie sich das eigentlich gehört. Donnern wir mal eben hier in diese kleine bescheidene Ladebucht. Dann gibt es da auch schon keine Probleme mehr. Was ganz schön weit weg ist. Wir versuchen mal, ob das reicht. Wie gesagt, ihr braucht logischerweise einen Anhänger, der sowohl Kalk, Saatgut, Dünger und so auch laden kann. Ist aber auch bei TLS Modding einer dabei, dieser HW 80. Aber unter anderem, wo ich jetzt auch benutze, seht ihr von Underground Modding, also von Lindemann, gibt es auch bei uns im Forum unter www.gamingforfun.info im Downloadbereich. Und die benutze ich also sehr gerne, diese Lindemann. Es gibt drei verschiedene von. Und die können wirklich alles super gut leiden. Doch ein bisschen weit weggekommen. Ja, reicht aber gerade so. Obwohl ich glaube, er kippt alles vorbei. Nee, das war wieder mal so ein kleiner Fail. Also ihr müsst zusehen, dass man da vernünftig an rankommt, weil sonst bringt das alles nichts. So, schmeißen wir noch mit einer Schaufel hinterher, nur um zu zeigen, dass es auch funktioniert. Und wie gesagt, für Kalk sowie Dünger genau dasselbe, kommen auf dem Hof auch an die relativ gleiche Stelle, das sehen wir gleich noch. So, drücken wir noch eben eine Schaufel Saatgut rein. Schon weit weg, ne? Das war Yogis Headset. So, das ist jetzt wie gesagt das Saatgut gewesen. Ich zeige euch nur einmal, dass ihr hier den Dünger und Kalk auch laden kann. So, das ist einmal der Dünger. Ja, könnt ihr jetzt genauso einladen. Kippen wir hier mal wieder hin. Und der Kalk. Leder genauso auf. Sehen wir manchmal den Punkt vernünftig finden. Das ist der Kalk. Ja, funktioniert also alles. So, das war das. Jetzt bratzen wir damit eben schnell zum Hof.
Ja, diese Fans, den 1050 und den 936er, das haben viele von euch ja sicherlich mitgekriegt, ist nicht mehr zu bekommen. Dank einem so einem blöden Arsch, der wieder meinte, dass trotz der Bedingungen, in Anführungsstrichen, die der Oliver von Forbidden Mods gestellt hat, wo er gesagt hat, bitte nicht wieder neu hochladen, ich gebe ihn euch gerne, ihr könnt damit spielen, aber bitte ladet ihn nirgends anders hoch. Was hat irgend so ein kleiner, ich hätte schon fast wieder ein schlimmes Wort benutzt, als erstes so kriegt ihn und lädt ihn gleich irgendwo anders hoch. So, damit haben wir jetzt, so wie es aussieht, wieder einen sehr guten Modder verloren. Also von dem Oliver von Forbidden Mods wird also auch nichts mehr kommen. Danke an den einen oder an die wenigen, die immer nicht in der Lage sind, sich an kleinste, an und für sich Selbstverständlichkeiten zu halten. Danke, dass ihr es immer wieder schafft, den Leuten, die das nur vernünftig alles nutzen wollen und sich an alles halten, das ganze Spiel zu versauen. Herzlichen Dank dafür. Ich glaube zwar nicht, dass derjenige das Video hier sieht, aber das muss jetzt trotzdem mal gesagt werden. So, hier sind wir wieder auf dem Hof. So, und hier sind die Lagerboxen für die ganzen, oder für die drei Sachen. Bis hier auch schon alle gesehen, die kann man dann hier so aufmachen. Finde ich super nice gemacht. Hier haben wir einmal Kalk. Hier haben wir einmal Saatgut. Und wer hätte es gedacht, hier haben wir dann einmal den Dünger. So, um das jetzt abzuladen, einfach wieder rein. Ist jetzt ein relativ großer Schlepper für die Geschichte. Ich hätte vielleicht einen kleineren nehmen sollen. Aber zur Not schneide ich das halt raus. So, dann versuchen wir hier. Ich hätte wirklich einen kleineren Schlepper nehmen sollen. Der passt da einfach nicht drauf. Der passt da einfach nicht drauf. Himmelsack. Scheiße. Ja. Gut. Warum auch nicht? Ist ja nicht so, dass wir keinen Schlepper mehr hätten. Mal vorher probieren können. Ey. Peinlich, peinlich wieder. So. Das ist jetzt alles mal ein bisschen im Weg stellen. Hier aufräumen können wir hinterher wieder. War natürlich alles so geplant, ich wollte unauffällig den John Deere nochmal ins Spiel bringen hier. So, der kommt ja jetzt auch hoch, nehme ich an. Der Fan der Tausender ist da tatsächlich zu breit für. So, und dann fahren wir hier bis zur Saatgutlücke und dann kippt man das da einfach rein. Wie gesagt, für Dünger und für Kalk ganz genauso, aufladen, hier hinten drauf fahren, abladen, runterfahren, fertig. So, dann meine ich, dürfen keine weiteren Fragen mehr offen sein, soweit hier Weizen, Gerste. Man kann einmal... Warum laufe ich denn jetzt alleine weiter? Man kann einmal die Frucht dann ganz normal mit Frontlader wieder einschaufeln. Zusätzlich gibt es aber noch hier auf der Map, einmal hier hinten, die normalen Standard-Silos. Wo man dann wie im Standardspiel runterfährt und Anhänger und alles beladen kann. Dann haben wir hier Raps und Körnermais. Stroh hatte ich euch gezeigt. Das hatte ich euch gezeigt. Hier sind so diverse Hallen noch. Hier hinten Kartoffeln und Zuckerrüben. Die halt nur mit Frontlader wieder verladen werden können. Dafür gibt es kein Förderband und kein nichts.
Ja, ich denke, das soll es soweit gewesen sein. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu der Map habt, versuche ich euch gerne zu helfen. Ich sage wie immer schönen Dank fürs Zuschauen und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, reinhauen. Tschüss.